Willkommen zurück an der Taktiktafel hier im SEM Fußballcampus. Ihr seht, wir haben wieder ein Thema aus dem Bereich Taktik, Grundordnung, Spielphilosophien. Und heute geht es ein bisschen um die Organisation in der Kabine. Wie bringt ihr eurer Mannschaft etwas näher? Und da wollen wir uns ein bisschen um die Grundordnung kümmern, beziehungsweise darum, welche Mannschaft seid ihr überhaupt an der Taktiktafel? Seid ihr die Mannschaft gelb oder seid ihr die Mannschaft rot? Bedeutet, erklärt ihr euren Spielern von oben nach unten, was sie zu tun haben, oder von unten nach oben? Da gibt es verschiedene Ansichten zu. Gleich vorweg, es ist keine richtig und es ist keine falsch, sondern es sind Ansichten und Philosophien. Wenn der Verein aber eine Philosophie hat, ja, oder eine Meinung dazu, dann solltet ihr natürlich immer diesen roten Faden des Vereins nehmen und daran arbeiten. Weil es für die Entwicklung von Spielern unglaublich wichtig ist, immer eine Beständigkeit zu haben und diesen roten Faden in die Spielphilosophie oder in das Spiel mit zu übertragen. Das heißt, gibt es diesen Punkt in eurer Philosophie, dann übernehmt ihn von den Wünschen des Vereins her, denn nur so könnt ihr gewährleisten, dass sich die Spieler auch entwickeln und ja, im System bleiben. Gibt es den Punkt nicht, und ihr könnt eure eigene Meinung einbringen, gibt es die Trainerkollegen, die sagen, ich wäre gerne die Mannschaft oben, und es gibt Trainerkollegen, die sagen, ich wäre gerne die Mannschaft unten. Die Mannschaft oben symbolisiert den Druck auf unterlegene Gegner, sagen wir mal so. Ja? Das heißt, die Kollegen, die immer oben sein wollen, wollen damit symbolisieren, wenn sie vor der Mannschaft stehen, hey, wir sind oben, wir wollen den Gegner runterdrücken, wir wollen ihn in die eigene Hälfte drücken, wir wollen den Gegner klein halten. Das ist eine Sache, die ist psychologischer Natur. Die Kollegen, die unten sagen, und da gehören wir zu, wir sind ganz klar der Meinung, wir sollten von unten nach oben spielen, die haben zwei Gründe, warum sie das machen. Und das sind für uns Gründe, die wesentlich wichtiger sind als der erste Grund von den Kollegen, die oben behaupten. Zum einen ist es ein ganz, ganz einfacher Grund, ein ganz visueller Grund. Wir haben die linke Seite auf der linken Seite. Wir haben nicht da oben die linke Seite auf der rechten Seite. Bedeutet für Heranwachsende, für jugendliche Spieler, für Spieler, die noch nicht so oft mit der Taktiktafel gearbeitet haben oder gerade in ein Alter kommen, wo sie mit der Taktiktafel beginnen, aber auch für manche Seniorenmannschaften, ganz ehrlich, ist es immer gut zu wissen, hey, wenn das der linke Spieler ist, dann ist er auch auf der linken Seite der Taktiktafel. Ich kann das besser visualisieren und besser in mein Spiel übertragen. Ja, bedeutet, wenn ich sagen will, der linke Mittelfeldspieler soll jetzt einschneiden, hier rüber, zack, ja, und auf diese Seite marschieren, dann ist das auch an der Taktiktafel genauso erklärt, wie es nachher im Spiel funktionieren soll, nämlich von links nach rechts, während ich das oben, ja, von der rechten auf die linke Seite machen würde, um dann zu sagen, der linke Spieler geht nach rechts. Das ist einmal ein ganz, ganz einfacher, logischer, visueller Grund, warum ich das so beibringen möchte. Der zweite Grund ist auch was Psychologisches, aber genau das Gegenteil von dem, was die Kollegen von oben sagen, mit dem Druck aufbauen. Wir wollen aus einer unteren Position immer nach oben schießen. Wir wollen an die Spitze. Und wenn wir an die Spitze wollen, dann müssen wir was dafür tun, dann müssen wir dafür arbeiten. Wir wollen immer wieder versuchen, hier in diese Räume reinzukommen. Wir wollen immer wieder versuchen, nach oben zu arbeiten. Ja, wir wollen an die Spitze kommen und müssen dafür alles tun, dass uns das auch gelingt. Wir vergleichen das im Kinderfußball oder das heißt im Jugendfußball, wo man zum ersten Mal mit Taktiktafeln arbeitet oder wo wir sagen, jetzt bauen wir regelmäßig Taktiktafel ein. Vergleichen wir es auch gerne so mit Krokodilen, ja, die aus der Wasseroberfläche herausschießen. Das ist die Wasseroberfläche, die aus der Wasseroberfläche herausschießen und sich ihre Beute holen wollen, ja, und immer wieder nach oben kommen, immer wieder drücken, um an die Wasseroberfläche zu kommen, ja, um dann schließlich über der Oberfläche dann Punkte zu sammeln, Nahrung zu sammeln, Beute zu sammeln. Das ist der Grund, warum wir das machen, ja. Selbst wenn wir schon Tabellenführer sind, ja, und man sagt, wir sind ja schon ganz oben, zumindest in der Tabelle, fängt das Spiel dennoch bei 0-0 an und wir haben 2 Punkte verloren. Ja, das heißt, wir wollen diese 2 Punkte zurückhaben, wir wollen 3 Punkte und nicht 1 Punkt. Also müssen wir wieder hoch und uns da oben diese 3 Punkte holen. Und das ist für uns dieser psychologische Grund, warum wir das gerne von unten nach oben haben. Wie gesagt, ist das keine richtig falsche Entscheidung. Das ist einfach eine Entscheidung, wie kann ich das am besten verkaufen meiner Mannschaft gegenüber. Was versteht meine Mannschaft am leichtesten und wo steht ihr dahinter? Ja, es gibt Trainer, die sagen, ich will oben sein, ich will unten sein. Das ist vollkommen okay, vollkommen legitim. Wir sind der Typ, wir wollen unten sein und das ist die Begründung dafür.